Ein frischer, vermeintlicher, bullischer Ausbruch im Goldpreis, der beschäftigt uns heute, insbesondere im untergeordneten M15-Chart. Aber wir schauen uns natürlich auch die übergeordnete Situation an, damit auch für jeden was dabei ist, damit ihr auch wisst, was euch wo womöglich erwartet. Ja, in diesem Sinne herzlich willkommen zu einem neuen Briefing nach meiner Art einer Work-Life-Trading-Balance. Das Trading für alle vielbeschäftigten Arbeitnehmer und Selbstständigen, die mit wenig Stress und vor allem wenig Frust an der Börse teilhaben wollen. Aber ihr wisst, wie immer am Anfang natürlich die Risikowarnung. Der Handel mit Finanzprodukten beinhaltet generell hohe Risiken für Ihr Kapital. Der CFD und der Forex-Handel beinhalten erhebliche Risiken und sind als hochspekulative Geschäfte anzusehen, die in Extremfällen Risiken bergen, die über den Totalverlust des eingesetzten Kapitals hinausgehen können. Die Nachschusspflicht besteht aber bei erstmal regulierten Brokern aktuell nicht mehr. Der CFD und der Forex-Handel können aufgrund ihrer Hebelwirkung durch wirtschaftliche und politische Entwicklung erhöhten Risiken unterliegen. Beim Einsatz dieser Instrumente muss man bewusst sehr hohe Risiken und sehr starke Ertrags-, Kurs-, Währungs- und Kontoschwankungen in Kauf nehmen, um langfristig die Chance auf ein sehr hohes Kapitalwachstum zu erhalten. Alle meine Videos, Folien und Texte stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlungen dar. Die dargestellten Analysen, Techniken und Methoden dienen ausschließlich zu Ihrer Information und stellen in keinster Weise eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar, sondern spiegeln lediglich meine persönliche Meinung wider. Die vollständige Risikowarnung finden Sie unter www.tradersmind.de/Risikowarnung. Falls ich heute im Laufe des Videos immer mal in einen verspäteten Stimmenbruch verfallen sollte, dann ja, seht's mir nach. Ich bin ein klein wenig erkältet, habe einen schönen Kindergartenvirus von meinem Sohn abbekommen. Und ja, jetzt überschlägt sich meine Stimme immer mal temporär. Also ja, viel Spaß im Kommentarbereich darüber. Okay, also gleich zu Beginn der Hinweis, wenn ihr in Zukunft keine Videos und keine Analysen mehr verpassen wollt und vor allem keine Benachrichtigungen beispielsweise zu neuen Kommentaren, die ich am Wochenanfang dann immer gebe, dann abonniert unbedingt den Kanal. Dazu klickt ihr auf den Abonnier-Button bei YouTube und ganz, ganz wichtig, auf die Glocke daneben, denn nur dann werdet ihr auch über die neuesten Benachrichtigungen immer wieder informiert. Und nachdem wir diesen Punkt abgehakt haben, schauen wir uns den Goldpreis hier im übergeordneten H4-Chart an mit dem Tick Volume Profile. Logischerweise hat sich jetzt, und das habt ihr sicherlich selbst schon festgestellt, noch nicht so viel getan. Wir hatten das letzte Mal über die nächstgelegene vermeintliche Unterstützung zwischen ungefähr 1878,89 und 1881,55 gesprochen. Hier ist er aktuell noch meilenweit entfernt, also da droht für die Bullen momentan meiner Meinung nach noch keine akute Gefahr. Wir sprechen ja auch den H4-Chart, wo alles auch meistens ein bisschen länger dauert. Und auf der Oberseite in puncto Widerstände kann ich noch nicht so richtig viel dazu sagen, denn wir haben ja jetzt erst ja noch nicht mal die letzte März-Handelswoche. Also wir brauchen ja wenigstens noch den die jetzige volle Woche, dann die nächste volle Woche und dann haben wir, ja, dann haben wir schon wieder unser 5-Wochen-Package zusammen, mit dem ich dann hier im H4-Chart immer unser Tick-Volume-Profile anlege und dann werden wir hier irgendwo im Bereich der oberhalb des aktuellen Kurses auch wieder über Widerstände sprechen können, also über akute Widerstände, die dann auch gefährlich werden könnten, beziehungsweise bei deren Bruch nach oben hin es auch neuen dynamischen Schwung geben kann. Momentan ist aber da, ja, vom Tick-Volume-Profile her im H4-Chart leider sehr, sehr wenig zu berichten. Was wir aber auf jeden Fall im Hinterkopf behalten sollten, ist ja das, was wir auch schon das letzte Mal besprochen haben, dass diese Korrektur, die wir jetzt schon seit einigen Wochen angestrebt haben, ja, also wir haben ja das Fibonacci-Retracement hier immer weiter mitgezogen, denn wir haben auf diese berühmt-berüchtigte Korrektur gewartet zum 55-61-8-Retracement hin, die ja nun einmal immer kommen soll. Und ja, trotz aller Mutmaßungen, dass der Goldpreis von manch einem, dass der Goldpreis in Kürze bei 10.000 Dollar steht, ist dann doch nicht passiert, sondern es kam zur Korrektur, zur gewünschten Korrektur. Ja, und damit ist zumindest hier von diesem Part her, vom Fibonacci-Part her, das Korrekturziel des, der Bullen ja erreicht worden. Also es gibt jetzt keinen akuten Grund, warum es jetzt noch weiter fallen sollte, wenn jetzt nicht irgendwelche wichtigen Unterstützungen durchbrochen werden, über die wir gleich noch sprechen werden. Und da schauen wir uns jetzt gleich auch nochmal den Range-Chart an. Ich habe hier wie immer aufs Maximum rausgezoomt, weil uns die einzelnen Kerzen hier nicht interessieren. Ich hatte immer wieder darüber gesprochen, dass wir aus dieser ersten Range mittlerweile mit einem nie oder mit einem etwas geringeren Schwung nach oben hin ausgebrochen sind, als es hier beim ersten Ausbruch zwischen dem 3.11. und dem 15.11. letzten Jahres passiert ist. Und ich warte aktuell noch so ein bisschen, was jetzt hier mit dieser Korrektur macht. Ich weiß noch nicht, ob sie abgeschlossen ist. Das wird sich
erst in den nächsten 1, 2 Wochen zeigen. Wenn die dann abgeschlossen ist, die Korrektur, dann kann ich ein bisschen was Sinnvolleres dazu sagen, habe ich ja auch schon das letzte Mal erwähnt. Also auf dem A4-Chart momentan, ja, im Westen nichts Neues, kann man sagen. Viel, viel interessanter ist es aber auf dem etwas schnelleren M15-Chart. Auch da natürlich alles handelbar. Wir sind jetzt hier nicht im Scalping unterwegs, aber das schauen wir uns jetzt auf jeden Fall gleich nochmal im Detail an. Und wenn ihr diese Videos unterstützen wollt, diese kostenfreien Videos, die ich hier jede Woche mache hier, dann müsst ihr nichts weiter dafür tun, als diesem Video einfach ein Like dazulassen, beziehungsweise noch besser einen Kommentar. Ein Kommentar, das ist immer besser für die Social Media Algorithmen, weil es zeigt, okay, da ist Interesse da an diesem Video und dann wird es noch mehr Leuten gezeigt und es ja, ist für mich einfach so die Bestätigung, okay, das interessiert die Leute, das interessiert sie nicht. Und ja, ist ja letztendlich wichtig, damit ihr auch den Content bekommt, den ihr auch wirklich wollt und den ihr braucht. Und dafür danke ich euch schon einmal vorab. Und mit diesen weisen Worten wechseln wir jetzt in den M15-Chart. In puncto Fibonacci-Retracement haben wir hier eine ja, identische Situation gehabt wie beim übergeordneten H4. Das war ganz interessant. Also auch hier im M15 hatten wir natürlich diesen Bereich 55, 61, 8 Retracement vom großen Fibo-Retracement erreicht. Ne? Also das sieht man hier noch ein bisschen deutlich am M15. Also seit dem 4.2., also jetzt schon fast 2 Monate her, ist dieser Goldpreis nicht mehr zu diesem 55, 61, 8er zurückgekommen bei den Korrekturen hier. Ja, also es war nie so weit, deshalb hatte ich ja immer gesagt, irgendwann kommt das nun mal und so ist es ja letztendlich auch gekommen. Da sollte man immer darauf gefasst sein, egal wie fundamentalistisch man jetzt als Bulle eingestellt ist. Ja, aber man sollte eben damit rechnen und dann nicht irgendwie großartig schockiert sein oder das Ziel war jetzt auch nicht, und das habe ich auch immer wieder gesagt, dass ich den Goldpreis kleinreden will, dass ich irgendwie dass ich den Bullen das absprechen möchte, ihren Erfolg oder so. Darum ging es ja gar nicht. Es geht nur darum, dass man eben nicht an irgendeinem Hochpunkt frisch kauft, ja, sondern immer in den Korrekturen, was ja letztendlich auch logisch ist und irgendwie sinnvoll, was aber manch einer dann doch nicht so richtig wahrhaben will. Ne? Jetzt gucken wir uns mal diesen Tick-Volume-Profile-Chart im M15 an. Und was ist hier passiert? Das fällt recht deutlich auf. Also wir sind ja letzte Woche recht stabil noch aus dem Kurs rausgelaufen, jetzt in die neue Woche hinein. Und jetzt haben wir schon die ersten beiden Widerstände, die ich am Montag auch wieder unter das letzte Video gepostet habe. Also zwischen 1945, 1946 beziehungsweise 1950 und 1952. Dort sind wir jetzt schon drüber geklettert. Also das sind so diese jüngsten zwei bullischen Ausbrüche. Und ja, da geht man jetzt grundsätzlich natürlich nicht davon aus, dass der Kurs jetzt ins Bodenlose fällt, sondern würde rein von der Logik, von der Wahrscheinlichkeit her ausgehen, dass jetzt die nächsten Widerstände dran sind. Also ihr seht sie hier im rechten Bereich zwischen 1962, 1964 beziehungsweise 1968 und 1969, 55. Das sind so die nächsten Widerstandsbereiche. Und zu denen würde ich gerne etwas sagen, weil das sehr, sehr wichtig ist. Dazu lösche ich mal dieses große bullische Fibo, weil ja letztendlich hat der Kurs ja das gemacht, was wir wollten. Er hat ja jetzt korrigiert auf dieses 55, 61, 8er. Ja, mehr bringt es mir jetzt hier nicht. Ja, deswegen fällt das jetzt heraus. Und wenn wir uns jetzt das also mal anschauen, diese letzten, also dann unter den 233, jetzt ist er inzwischen ein paar Mal wieder drüber. Und wenn ich alleine hier mal das Fibo anlege, da sehen wir auch schon, da ist er ja auch schon wieder zurückgekommen zum 55, 61, 8er. Also jetzt hier. Momentan habe ich jetzt hier keinen Grund, irgendwie großartig darauf zu spekulieren, dass es noch eine größere Korrektur kommen müsste. Jetzt ganz akut, damit wieder dieses 55, 61, 8er getestet wurde. Ja, das hat er jetzt schon gebracht. Also das wird wahrscheinlich erst wieder ein Thema werden, wenn jetzt wirklich diese Straight in Richtung Norden abzischen sollte. Dann werden wir wahrscheinlich hier irgendwo in diesem Bereich dann wieder ein Fibo anlegen müssen und dann gucken, okay, wo sollte dann die Korrektur mal hinreichen. Aber dazu dann mehr, wenn es wirklich soweit ist. Wichtig ist auch, dass ihr euch unbedingt mal Trading völlig neu gedacht anschauen solltet. Das ist meine kostenfreie Mini-Coaching-Serie. Den Anmeldelink, den findet ihr in der Videobeschreibung. Da geht es in einigen Videos darum, ja, welche meine Art zu traden, welche Analyse-Tools finde ich sinnvoll, finde ich nicht sinnvoll, welche Indikatoren finde ich sinnvoll, nicht sinnvoll, welche Handelsansätze gibt es dazu. Dann geht es auch ums Mindset und. Also da sind viele Informationen drin, die ihr euch auf jeden Fall mal mitnehmen könnt. Und ja, das haben schon viele, viele hunderte Leute vor euch gemacht. Macht es denen nach, kostet euch ja nichts, also viel Spaß dabei. Nachdem wir jetzt diese doch starke Korrektur hier gesehen haben im Goldpreis
und wir jetzt das bullische Fibo entfernen können, bleibt natürlich die Frage, naja, wir sind jetzt hier unter den 233er drunter gelaufen. Wie sieht es denn da jetzt mit einer Gegenbewegung aus? Denn auch da, ja, nicht nur im bullischen Fall, erwarten wir ja irgendwann mal eine bärische Korrektur, sondern hier auch im bärischen Fall erwarten wir auch mal eine bullische Erholung, ja, oder generell eine Erholung. Das heißt, wenn wir hier mal nach dem Fibo schauen, ich lege es mal ganz grob an, auch hier haben wir noch keine, bei jeglichen Erholungen, noch keine Erholung gehabt zum 55-61-8 Retracement. Das muss ja auch nicht sofort immer sein. Ja, aber sie ist eben noch offen. Das heißt, wir haben hier auch auf der Korrekturseite bzw. Erholungsseite auch hier wieder den Bedarf, dass diese rückwärtige Bewegung in Richtung 55, 61, 8 Retracement mal kommen sollte. Ja, damit wir diese Bewegung einfach abschließen können, damit dieses unausgesprochene Must-Have hier irgendwie mal aktiviert wird. Momentan liegt dieser Bereich so zwischen ungefähr 1991 und 2003 Dollar. Also wenn er jetzt bis dorthin kommen sollte, wäre das für mich jetzt keine große Überraschung, sondern eher eine Notwendigkeit, damit wir einfach von der, damit wir eine Überhitzung ausschließen. Und ich sag mal so, je weiter diese Rallyes oder auch Abwärtstrends laufen, ohne dass es diese Gegenbewegung gibt zum 55-61-8er, desto spontaner kommt sie dann meistens, desto massiver erfolgt sie dann meistens. Ja, das hatten wir auch hier gesehen. Also es gab ja auf der bullischen Seite wirklich sehr, sehr starke Zuwächse nochmal in so einem parabolischen Anstieg und dann krachte der Kurs hier wirklich sehr dynamisch zusammen. Momentan, wenn jetzt hier so entspannt hochwackeln würde in Richtung 55-61-8er, also das ist ja alles handelbar, also darauf kann man ja auch reagieren, ne? Werden wir uns auch gleich nochmal im Range-Chart anschauen. Was aber auf jeden Fall auffällt, und da werde ich jetzt doch mal etwas genauer anlegen, das Fibo, wirklich auf die einzelnen Punkte, damit ihr das auch besser sehen könnt, oder beziehungsweise damit wir die genauen Werte haben. Ich zoome nochmal ein kleines Stück raus. Wir sind jetzt momentan am 34er und 38,2 Retracement mit dieser Abwärtsbewegung angelangt. Und das ist so ein Punkt. Ihr kennt das sicherlich schon auch aus den früheren Videos, wer jetzt schon eine Weile dabei ist. Diese 30 Retracements sind ja doch ein, oder anders gesagt, sie können ein hartnäckiger Widerstand sein, beziehungsweise eine hartnäckige Unterstützung. Das heißt nicht, dass wir uns auf diese Retracements, sage ich mal, wie soll ich es formulieren, dass uns sie versteifen, also auf diesen exakten Wert hier, 1954,57 oder 1961,93. Das nicht. Ja, also, dass diese Retracements wirklich so punktgenau akzeptiert werden, zumindest in diesem groben Kontext hier ohne irgendwelche anderen Bezugspunkte, das ist eher ungewöhnlich. Aber was eben auffällt, knapp über diesem vermeintlichen Widerstandsbereich auf Fibonacci-Retracement-Basis erwarten uns gleich diese nächsten beiden Widerstandsniveaus oder vermeintlichen Widerstandsniveaus auf Tick-Volume-Profile-Basis. Und insbesondere dieser nahe bei 1962-62, 1964-08, der liegt eben wirklich knapp darüber, und dem würde ich auch mit die größte Widerstandskraft jetzt abseits der 2020, 2022 hier zubilligen. Ja, also auf diesen Wert sollten wir als Bullen auf jeden Fall achten, meiner Meinung nach, den ganz, ganz genau im Auge behalten, was der Kurs mit diesem anstellt. Von der bärischen Seite her, also klar, man kann natürlich an diesen Widerständen, wenn man Lust hat, ein bisschen zu shorten, kann man natürlich sich an diesen Widerständen orientieren. Wenn der Kurs dort erst einmal daran scheitert und den nicht überwindet, kann man es probieren, ja, meiner Meinung nach. Dann hat man ja auch eine schnelle Entscheidung. Also wenn er dann doch drüber schließt, gut, dann ist er im Feierabend mit dem Short, hat man zumindest irgendwie eine schnelle Entscheidung. Ja, man muss seinen Stop nicht direkt darüber legen, das wäre auch Wahnsinn. Und die nächsten wirklichen Short-Bestätigungen in meinen Augen wären dann natürlich, wenn diese Unterstützungsniveaus, die ich auch unter dem letzten Video schon drunter geschrieben habe, wenn die dann fallen, also so abseits der 1894, 1895, aber ich denke, bis dahin irgendwas drunter fällt, dann wird wahrscheinlich eher die aktuelle Handelswoche vorbei sein, und dann wird sich hier im Rahmen dieses aktuellen Tick-Volume-Profile, was jetzt ja noch nicht feststeht, da werden sich wieder neue oder etwas nähere Unterstützungsniveaus gebildet haben, mit denen man dann auch entsprechend etwas anfangen kann. So, und abschließend schauen wir jetzt nochmal in den
Range-Chart hinein, denn der ist ja das eigentlich Interessante. Wir hatten ja in den letzten oder im letzten Video darüber gesprochen, dass dieser abwärtsgerichtete Trend noch intakt war, begrenzt durch die 1955-80 und parallel dazu hatte sich eine Bullish Range gebildet, begrenzt durch die 1899-71. Und ja, letztendlich haben sich die Bullen jetzt allem Anschein nach durchgesetzt. Wir sind hier schön in die Korrektur gegangen, hier in die im Rahmen der Welle 2 in Richtung 55-61-8 retracement. Also es ist so ein Wunschszenario und der Kurs ist jetzt hier in Richtung Norden ausgebrochen. Es gibt aktuell in meiner Ansicht nach keinen, auch hier vom Volumenumfang her, beziehungsweise von der Dynamik her, was den bullischen Ausbruch betrifft, noch keinerlei Sorgen, sage ich mal so. Ja. Behaltet immer so diesen Tick-Volume-Profile-Chart im Auge, was wir jetzt besprochen haben. Das ist auf jeden Fall nochmal ein Thema. Aber wir haben die 1955-80 durchbrochen. Also der bearische Trend, zumindest wie wir ihn hier gesehen haben, ist in meinen Augen erst einmal vorbei. Das heißt nicht, dass der Kurs jetzt sofort wie so eine Rakete weiter in Richtung Norden startet. Aber wir haben zeitgleich auch das nächste Etappenziel, die 1953-69, erreicht. Also das heißt, bestehen gute Chancen, dass sich hier jetzt aktuell eine neue Range bildet. Dann hätten wir schon die zweite Range und das wäre eine gute Ausgangsbasis, wo man jetzt sagt, okay, da gehe ich jetzt zumindest nicht davon aus, dass er jetzt sofort irgendwie ins Bodenlose fällt. Selbst wenn er irgendwann mal die 1899-71 knackt, dann wird das wahrscheinlich ein etwas, ja, ein Prozess sein, dass er dann hier so ein bisschen runterwackelt. Und ich denke, da wird man dann schon auf Basis Tick-Volume-Profile auch sehen, ob zwischendurch vielleicht noch andere Unterstützungen durchbrochen worden sind und man das noch, dass man das noch ein bisschen besser abschätzen kann. Ja? Aber wie gesagt, im Moment für mich der bearische Trend, der akute, der jüngste bearische Trend ist in meinen Augen vorbei. Der ist vom Tisch. Momentan ist hier diese bullische Range noch intakt. Wie gesagt, begrenzt ist sie natürlich. Das ist ja alles nicht in Stein gemeißelt. Und sollte auch der Kurs nochmal unter den 233er drunter fallen, unter die 233er EMA, und es bildet sich eine neue bearische Range, dann haben wir wieder eine parallele Situation. Ja, da muss ich wieder gucken, okay. Bin ich jetzt so, dass ich mich auf eine Richtung versteife? Oder sage ich, naja, also wenn ich eine bearische Chance habe und ich habe eine bullische Chance parallel, dann nehme ich eben beides. Ja, und einer wird sich durchsetzen und dann gucken wir mal, welcher das sein wird. Ja, also da würde ich jetzt auch nicht irgendwie dann immer versuchen, auf diese eine Kursrichtung zu pochen. Ja. Versuche ich ja auch immer wieder euch zu vermitteln, dass ihr eben nicht darauf reinfallt, auf diese entweder Gold-Crash- Propheten oder Gold to the Moon Propheten. Ja, also kauft bei den Hochs oder verkauft jetzt alles, weil hier gerade eine Korrektur kommt. Also das ist einfach Schwachsinn. Ja. Aber ja, ich denke, das gibt immer so ein bisschen Zunder, was die Klickzahlen anbelangt. So, in diesem Sinne, ja, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich meine, wir haben ja ganz konkrete frische Situationen. Das ist ganz, ganz schön im Goldpreis, dass ja auch wieder eine gewisse Dynamik da ist, wenn auch eher im Untergrund, in einem M15-Chart, nicht im großen Übergurten H4, aber ist ja auch nicht so schlimm. Man nimmt es eben, wie es kommt. Denkt dran, lasst dem Video gerne ein Like da, beziehungsweise noch besser einen Kommentar. Abonniert unbedingt den Kanal und aktiviert die Glocke bei YouTube. Und ansonsten denkt an Trading völlig neu gedacht, meine kostenfreie Mini-Coaching-Serie. Den Anmeldelink dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes, erholsames Wochenende und ich freue mich schon, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dahin, alles Gute und Tschüss, euer Peter.